Wie bringt man eine Uraufführung auf die Bühne? Man erhält zunächst einmal einen Klavierauszug. Den habe ich hier mitgebracht. Das ist der erste Auszug. Man sieht, da ist noch gar kein richtiger Umschlag. Und dort ist das gesamte Orchester zusammengefasst auf den beiden Systemen, eben wie für ein Klavier. Daher der Name. Das ist bei klassischer Musik auch üblich. Und dort steht dann zum Beispiel am Anfang. Das ist aber nachher im Ernstfall kein Klavier, sondern ein großes Tamtam, also typisch japanisch. Und das wird hier übers Klavier für einen Spieler eingerichtet, damit der mit den Sängern das Ganze studieren kann. Mit dem arbeiten wir eigentlich dann 6 Wochen lang, da die Sänger ja proben und beim Proben kann man nicht ein Orchester die ganze Zeit dabei sitzen haben. Das muss ja Vorstellungen spielen, deswegen sitzen dort Pianisten und die spielen dann so gut es geht das Stück. Das ist also wie bei traditioneller Musik auch. Jetzt kommen aber mehr Schichten dazu. Bei einer Uraufführung gibt es dann eine Partitur. Das ist für mich selber, da ich auch Komponist bin, besonders interessant, die Handschrift des Komponisten zu sehen. Das ist hier. Kann man ein bisschen sehen, die Handschrift von Herrn Hosokawa. Er hat also wirklich jede dieser Noten mit der Hand geschrieben, den Text mit der Hand hineingeschrieben, jedes kleine Glissando. Das ist die Grundlage, die Arbeitspartitur, sein eigener Wille. Und ich persönlich spiele lieber aus dieser Partitur, weil dort alle Klänge angegeben sind. Der Anfang zum Beispiel ist nicht nur dieser Klang, sondern es sind Kontrabässe dann dabei. Ab dem dritten Takt gibt es ein Pizzicato. Das heißt Pizzicato, ich zupfe die Saite, das klingt dann so. Das kann man dann dazu mischen. Dann weiß man, welche Farben man geben muss. Diese Handschrift ist sozusagen wie ein Testament. Der Komponist lebt zwar noch, aber es ist sein Wille, der hier festgehalten ist. Das wird dann vom Verlag gedruckt. Das ist dann die Druckpartitur. Die sieht so ähnlich aus, ist aber jetzt computergesetzt. Und das ist deswegen interessant, weil hier schon Fehler entstehen können. Denn es müssen Leute lesen, es muss ausgelesen werden, dann wird es gesetzt. Und es sieht erstmal vertrauenerweckender aus, weil es jetzt schöne, gleichmäßige Noten sind. Aber der Teufel steckt im Detail. Bei einer Uraufführung findet man immer kleine Sachen und man kann immer wieder auf diese Handschrift zurückgehen, um das Original zu finden. Das ist also dann die Partitur. Später, wenn man verglichen hat, spielt man lieber aus dieser gedruckten Partitur, weil das natürlich einfacher zu lesen ist. Heutzutage wird auch aus dieser Partitur dann das Stimmenmaterial für die Musiker hergestellt. Man kann also davon ausgehen, das, was die haben, ist auch hier drin. Dann kann man also, falls da Fehler sein sollten, gleich doppelt korrigieren. Jetzt aber Uraufführung, immer noch das Stichwort, passiert noch mehr. In diesem Fall, beim Stillen Meer von Herrn Hosokawa, haben die Sänger und wir als Team, das die Proben gemacht hat, an mehreren Stellen noch Noten geändert. Wir haben also gebeten, ob wir Töne höher, tiefer bekommen können. Hier ein Beispiel für Bejun Mehta, unser Countertenor, der unglaublich die Rolle selbst erarbeitet, jeden Tag mit neuen Fragen kommt und ausprobiert. Und hier ist eine richtige Liste, eine Antwort von Toshio Hosokawa, welche Noten wie vielleicht geändert werden könnten, damit sie noch besser zur Dramatik des Ganzen passen oder zur Orchesterbegleitung. Man versucht erst zu singen, was komponiert ist, und dann ergibt sich vielleicht im Probenprozess noch eine andere Lösung. Und als letztes, in diesem Fall noch etwas Besonderes, gab es eine Anregung des Dirigenten. Unser Generalmusikdirektor Kenta Nagano hat gebeten, ob es eventuell ein Zwischenspiel geben könnte zwischen zwei Szenen für einen bestimmten dramatischen Moment des Innehaltens. Und dann hat der Komponist noch etwas dazu geschrieben, wieder die Handschrift in klein. Das ist eine ganz fantastische Stelle, die jeder, wenn er kommt, wiedererkennen wird. Das ist nämlich ein großes Trommelsolo. Es ist für 4 Trommeln nur Schlagzeuger, wie die japanischen Taiko-Trommler eigentlich. Die machen ja manchmal richtig so Konzerte für sich. Unglaublich, wie plötzlich der ganze Orchestergraben klingt, wie die Oper plötzlich als Gebäude in Schwingung versetzt wird. Wenn wir das jetzt spielen müssen, jetzt komme ich zu unserem Job in den Proben, dann nehmen wir die tiefsten Klaviertasten und versuchen das anzudeuten. Das heißt, so tue ich so, als ob ich 4 Trommeln hätte.
Tonigkeiten ein bisschen gewischt, dann spielt man vielleicht so. So. Und dann wird es natürlich auch sehr laut. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich übersteuern. Solche Klänge nachher mit vier Trommeln über den ganzen Graben verteilt aus verschiedenen Ecken, das ist nachher die Wirklichkeit.